Das hier ist mein Main-Account diese Season. Aber woran liegt das? Von vornherein, das hier wird kein Hate-Video werden, okay? Nur merke ich zum Beispiel, dass auf Twitter sehr viel umhergeht und an mir gehen die Probleme halt auch nicht vorbei. Ich habe aufgehört, auf meinem Main-Account zu spielen. Nicht mal wirklich als Statement, sondern weil für mich nicht wirklich ein Sinn dahinter steht. Ich möchte heute gerne über ein paar Probleme reden, die seit dem Release der neuen Season dazugekommen sind, beziehungsweise noch nicht behoben worden sind. 10! Ich habe mir hier 10 Talking Points aufgeschrieben, wenn ich gerade mal denke, 10 Stück, in denen ich gerade ein großes Problem in Rainbow sehe. Und ich merke auch, dass wenn ihr in den Stream kommt, irgendwie die gleichen Erfahrungen gemacht habt. Ich werde jetzt ein bisschen zocken und ich werde diese Punkte abarbeiten. Wie gesagt, es ist kein Hate-Video, sondern ich möchte mich nur gerade ein bisschen ausschütten. Okay. Er heißt Rainbow Six's Abfall. Der ist auch sehr frustriert. Mein erster Talking Point ist die Pika's Advantage. Diese Season ist die Pika's Advantage extrem hoch. Bedeutet, die Leute pieken dich und du siehst sie nicht. Ich habe hier zum Beispiel mal einen Clip von Keto. Keto ist ein Ranked-Spieler, der durchgehend Ranked spielt. Er weiß auch, wovon er redet. Sowas sieht man durchgehend, wenn man dieses Game zockt. Du kannst die Gunfights nicht gewinnen, wenn du einen aggressiven Spieler im Gegnerteam hast. Und das führt uns zu Punkt Nummer 2. Das Server-Swappen. Wusstet ihr, dass das Server-Swappen nie intentional war? Oh mein Gott. Sehr oft benutzen Streamer und YouTuber die Ausrede, ja, ich finde um diese Uhrzeit keine Games mehr auf meinen Servern, deswegen swap ich Server. Du kannst nicht, weil du kein Game findest, so egoistisch sein und 5 anderen aus dem Gegnerteam das Spielerlebnis zerstören, nur weil du gerade spielen möchtest auf Servern, die nicht für dich gemacht sind, weil du einen höheren Ping hast. Das ist egoistisch. Oh mein Gott. Ist mir auch egal, wer das sagt, warum er das sagt. Es ist mir scheißegal. Und es tut dem Game nicht gut. Ende aus. Egal wer das ist. Egal welcher YouTuber, egal welcher Streamer. Was ist das? Was gucke ich hier? Oh mein Gott. Okay. Was ist das wieder für eine Community hier? Ah, habt ihr es gehört? Beziehungsweise nicht gehört? Das Walton hat gerade keinen Sound gemacht. Einfach reinpieken, die Scheiße. Und verloren. Geil. Der nächste Punkt auf meiner Liste. Headshot, die nicht zählen. Ich meine, ich war wirklich, und das meine ich so, ich war wirklich nie der Typ dafür, der, wenn auf jemand geschossen hat, direkt gesagt hat, wie, das war kein Headshot. Aber in letzter Zeit kommt das ein bisschen oft vor. Oh mein Gott. Es passiert sehr oft. Und vor allem, dann schießen die Gegner dir auf die Knie und töten dich mit 2 Kugeln. Und dann steht oben rechts im Keylog noch, durch Headshot gestorben. Oryx went back to rock. Oh mein, das nächste Thema sind Cheater, die nach 2 Tagen wieder zurück sind. Mir ist absolut bewusst, dass man Cheater nicht einfach so ausmerzen kann. Ja, ich bin kein Coder. Ich kann ja trotzdem sagen, dass mich etwas stört, oder? Der Gegner muss nicht mal cheaten. Sondern du hast einfach die ganze Zeit im Kopf, er könnte cheaten. Ach, das ist ein Monty, der vor dem Drohnenloch steht. Kurva, jebane. Und ey, ich will einfach nicht jedes Mal, dass wenn ich zocke, irgendwie in meinem Hinterkopf haben, ob der Typ cheatet oder nicht. Okay. Was ist heute mit Rainbow los, ey? Oh mein Gott, habe ich die weggeflickt. Erstmal Heal abholen. Maus und Keyboard auf Konsole. Okay, Ubisoft hat gesagt, gegen das Problem, das hat gerade höchste Priorität. Die Konsolisten sind ein wichtiger Bestandteil der Community. Auch wenn die ganzen PC-Spieler immer sagen, Konsole hier, Konsole da. PlayStation und Xbox zusammengerechnet sind mehr Spieler als PC-Spieler. Also es ist ein gewaltiger Bestandteil. Okay, Frost ist in der rechten Ecke. Ich wusste, dass da die Matte ist. Eine Sache, die mir persönlich sehr auf dem Herzen liegt, ist der fehlende Streamer-Modus.
Die Leute, die dann sagen, bist du doch selber schuld, wenn du keinen Delay dran machst. Oh mein Gott, ey, das tut so weh. Man müsste einen Führerschein fürs Zocken machen, ohne Witz. Aggressive Main Door peeken oder was? Oh mein Gott. Das ist typisch Attacken bei den Gegnern. Jetzt kommen wir zu einem Thema. Und zwar der sogenannte Phantom-Content. Ja, easy, der Nutman mit 0 Kills mal wieder. Was ist Phantom-Content? Phantom-Content ist, wenn, sagen wir, in einer Season ganz viel angekündigt wird, aber erst 2 oder sogar 3 Seasons später erst ins Spiel kommt. Damit es so aussieht, als wäre die Season, die angekündigt wurde, mit massig Content gefüllt. Sagen wir zum Beispiel Crimson Heist. Wird ganz viel angekündigt, aber nur 1/3 davon kommt wirklich in die Season und der andere Stuff, der angekündigt wird, kommt erst Ende des Jahres. Es werden viele Dinge einfach vergessen. Nöck-Buff. Dann war mal die Rede von einem Castle-Buff, von einem Frost-Rework. Dann werden viele Sachen einfach unter den Teppich gekehrt. Oh, ich habe seinen Pinökelschädel gesehen. Yes! Warum stört dich Phantom-Content, wenn es doch nicht wirklich schlimm ist? Doch egal, wann das kommt. Weil, wie gesagt, viele Dinge unter den Teppich gekehrt werden. Ich finde die Idee vom Battle Pass gut, aber der Content ist dennoch sehr minimiert worden. Zusätzlich mit Phantom-Content, wenn du echt weniger bekommst als vorher und dazu dir Sachen versprochen werden, die aber erst Monate oder Seasons später kommen, am Ende des Jahres, es fühlt sich einfach absolut komisch an. Komm, wir probieren mal Amaru. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Der nächste Punkt hier auf meiner Liste handelt von Operatoren. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ihr wisst, dass ich Sophia nicht leiden kann. Aber hier wird es jetzt nicht um Sophia gehen, okay? Hat der mich gefickt? Oh mein Gott, hat er mich gefickt. Damit rechnet doch kein Schwein. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder die krassen Champion in den Kommentaren und die ganzen Diamond-Spieler. Also, ich mach das auch. Das ist immer ein Free-Kill, Bruder. Ich hab einen Popel in der Nase, der raus muss. Es gibt rund 60 Operator jetzt im Game, glaube ich. Du siehst aber jede Runde die gleichen Operator. Was ist das? Ich mach nichts. Gucken wir uns das mal an. Ah, geil. Twitch, Ibana, Sophia, brauche ich nicht drüber reden. Maverick, gegebenenfalls eine Nomad, Ace. Das sind so die meistgespielten 5 Operator. Das macht das Game einfach langweilig, weil du immer das Gleiche machen musst. Und dann sind Leute immer verwundert, wenn ich sowas wie eine Gridlock oder Ying auspacke oder gerne mal einen Warden spiele oder vielleicht auch mal einen Castle oder was weiß ich was. Dann werde ich gefragt, ey, wieso spielst du diesen Operator? Ey, wieso spielst du diese Waffe? Die war full blind, Leute. One-Shot-Headshot-Mechanik. Die ist full blind. Glaub grad nicht, dass ich dadurch gestorben bin.